Wir sind wieder zurück zu Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir müssen jetzt ganz schnell nach draußen. Das Gewächshaus wartet. Harry, hier drüben. Hallo Harry, ich bin's, Hagrid. Schön, dich zu sehen. Das sind die Ländereien von Hogwarts. Ich bin der Wildhüter. Kann gar nicht glauben, wie schnell hier alles wächst. Deine Freundin Hermine wartet am Eingang zum Gewächshaus auf dich. Komm doch nach deinem Unterricht auf eine Tasse Tee vorbei. Was war das denn? Sollte das Kopftätscheln darstellen? Warte, ich bin's Hagrid. Wir haben uns zwar noch nie gesehen. Ne, wir sehen uns, glaube ich, irgendwie jeden Tag, aber ich bin Hagrid. Ja gut, schön für dich. So, die Ländereien können wir großartig noch nicht erkunden, glaube ich. Wer bist du? Mach dich auf den Weg zum Unterricht, Potter. Okay. Dann machen wir das. Ist das Hermine? Da ist Hermine. Wenn Hermine da steht, dann gehe ich nicht da lang. Ach, da ist, glaube ich, Quidditch. Mach, dass du zu deinem Unterricht kommst, Potter. Du kennst ja noch nicht mal die Quidditch-Regeln. Ey. Jetzt werde ich hier voll gemobbt, ey. Aber hier draußen gibt es keine Special-Sachen. Gut, dann gehen wir halt jetzt zu Hermine. Ich glaube, er hat sich mal wieder verlaufen. Los, Harry, du solltest besser zum Unterricht gehen. Okay, ich finde es immer lustig. Ich glaube, die nehmen dann hier so immer die ganzen Sprachfiles. Und, guck mal. Slipendo! 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 Yeah, 3 Bohnen. 108, irgendwie steigt die Zahl nicht mehr, ne? Weil vorhin war es da auch noch 108. Da geht die Tür schon wieder zu. So, geh zu deinem Unterricht. Und der Weg dahin ist so kompliziert. So, 113. Und es geht los. So, Schnecken, Schnecken, Schnecken. Nee, ich will, da. So. Na nun, mach mal hier. So. Jetzt aber. Meine Fresse. Wie gesagt, das mit der Steuerung ist manchmal so ein bisschen... Dann trifft er irgendwie nicht richtig. So, da hat er schon mal richtig getroffen. Das finde ich schon mal ganz gut. So, spammen wir mal mit Flipendo hier rum. Kann ich hier auch rausglitschen? Nee, kann ich nicht. Schade. Und triff doch mal. Ja, sag ich nichts zu. So, Hermine muss den Weg natürlich auch nachher noch. Ja, danke schön. So, und weiter geht's. Ich frage mich, ob das jetzt einfach nur am Alter des Spiels liegt. Oder dass das tatsächlich so ist, dass das hier so schwierig ist. Ah, jetzt kommen wir jetzt zu den... Schnapppflanzen. Zu den Tentacula oder so. Ah, jetzt hab ich's...
Mann, oh, ich hab's vergessen. Scheiße. Lalalala. So, 119 Bohnen. Das heißt, Fred und George können sich glücklich schätzen. So. Hä? Ach so. Alter, der zeigt überall hin, aber nicht da, wo er hinzeigen soll. So ein Idiot manchmal. Hä? Hä? Haben wir jetzt irgendwas aufgesammelt oder was hatte das jetzt hier für einen Sinn? Ach so. Können wir aber auch nur einmal machen. Dann gehen wir mal hier rum. Gut, wir haben jetzt, glaube ich, seit jetzt fast knapp zwei oder drei Folgen nichts Story-Relevantes gemacht. Ich glaube, wird Zeit, dass wir das mal wieder in Angriff nehmen. So, es geht weiter. Richtung Gewahrgarten. Hier ist nichts, ne? Gut, dann nicht. So, weiter geht's. Ja. Beruhigt euch. Autsch. Autsch. Gucken, was öffnet sich jetzt? Ah. Das finde ich ja cool. Das ist jetzt hier so eine Art Labyrinth, ja? Ah. Dachte ich mir doch. Sag mal, Harry. Bist du zu blöd, mal Alohomora zu zaubern, oder was? Kein schönes Geräusch, aber muss ja. Ah. Was passiert denn hier? Oh, das finde ich ja süß, aber... So. Das ist Kobalt Nummer 1, Kobalt Nummer 2 und Kobalt Nummer 3. So. Stunde ist wahrscheinlich gleich schon wieder um. Lange, die wir hier brauchen. Die Frage ist, wie komme ich jetzt wieder zurück? Achso, ja. Harry? Mein Freund Harry. Ich danke dir, Harry. So. So. Weiter geht's. Geh was, Mott, Harlan. So. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Erstmal hier schön auf den Brunnen donnern. Gucken. Klar, die andere Tür hätte man ja auch überhaupt nicht aufmachen können oder so. Komm, das ist doch hier. Ja. Ah. Was ist das denn? Das ist, glaube ich, der längste Weg, den man überhaupt zu einem
Klassenzimmer haben kann. Gut, die steht hier einfach nur so rum. Ich finde das süß gemacht, ehrlich. Ich mag das total. So. Nee, ich muss mich da vorstellen, glaube ich. Nee, das ist kein Springen. Okay, gibt jetzt irgendwie nur 4 Stück, ist ja auch in Ordnung. Das ist kein Harry? Harry, mein Lieber. Was machst du denn für Sachen? So, weiter jetzt. Nein, das... Ey, dieses Clipping. So, geht sonst noch irgendwo lang? Nee, ne? Gut. Dann hier raus. Und dann darum. Au! Aua. Da. Ja, hier sind wir gut. So, und da geht's noch lang. Nochmal ganz kurz. Ja, wir sind ja gleich da. Wir wollen ja alles mitnehmen. Hätte auch sein können, dass hier irgendwo eine Bildkarte versteckt ist. Das weiß man ja nicht. Ich glaube auch, dass da nochmal... Ne, sah so aus, als ob da nochmal ein Alohomora-Zauber wäre. Ich glaube, jetzt sind wir beim Gewächshaus. So, da will ich auch... Da. So. Gib her. Oh. Wie geil. Hey, hallo. Hast du 25 Bohnen gesammelt? Schutzgeldbeauftragten, ey. Danke für deine Hilfe, Harry. Ja, kein Problem. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Wollen wir mal gucken. Können wir mal sehen, ob wir schon eine übersehen haben. Fred. Wir haben noch eine Menge zu tun. Ah, ihr habt gar keinen Unterricht, ne? Ja. Tschüss, ihr beiden. Ah, wie geil. So. So, haben wir die schon? Den hatten wir, ne? Berühmter Magie, genau. Ulrich, der komische Kauz. Ach so, nee, dann... Alter, wir können doch nicht so viel vergessen haben. Ulrich, der komische... Godric Gryffindor, Mittelalter, Daten unbekannt, Mitgründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eines der 4 Häuser benannt. Richtig. Das ist vollkommen richtig. Jetzt haben wir die Chance, glaube ich, Slytherin zu überholen. Willkommen beim Unterricht. Ich bin Professor Sprout. Heute wollen wir den Incendio-Zauber lernen. Man kann ihn gegen alle möglichen gefährlichen Pflanzen anwenden. Sieh dir das korrekte Incendio-Symbol ganz genau an. Halte die Maustaste gedrückt und male das Symbol nach. Lass die Maustaste wieder los, wenn du fertig bist. Boah, Alter. Boah, bin ich schlecht. Oh, ich glaube nicht, dass ich das geschafft habe. Ey, wenn ich das geschafft habe, ne? Alter. Incendio! Für einen Zauberer im ersten Schuljahr war das gar nicht so schlecht, Harry. Einmal Hand ausschütteln. 5 Punkte für Gryffindor. Lass uns mit dem Unterricht fortfahren, Harry. Okay. Oh, scheiße. Das war ja mega schlecht. Zeichen ist auch mega behindert.
Das war aber na, knapp, sehr knapp. Zauberer im ersten Schuljahr war das gar nicht so schlecht, Harry. 10 Punkte für Gryffindor. Yeah. Versuche es dieses Mal etwas schneller hinzubekommen. Ich krieg's ja nicht mal so hin. Du Olle. Nee, das nicht. Schade. Das Zeichen ist auch scheiße. Ein bisschen zu weit von der Markierung entfernt, Harry. Also. Oh, nur 15 Punkte, schade. Gut. Ja. Jetzt ist es aber Zeit für die Incendio-Aufgabe. Also, ich dachte, die darf ich jetzt nicht machen. Harry, ich beobachte dich vom Balkon aus. Olle Stalkerin. Das sind Dornenbüsche. Du kannst den Incendio-Zauber auf sie anwenden. Geh jedoch besser einen Schritt zurück, damit du dich nicht an den Dornen verletzt. Ah! Ja. Incendio! Olle Mistkröten. Ja, ihr seid da mal außer Gefecht gesetzt. So. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir die Incendio-Herausforderung in der nächsten Episode weiter von Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Bis dann, tschüss.